Ja, willkommen hier in meinem kleinen Trapperlager. Ja, ich habe heute frei nach der Arbeit, habe nichts zu tun und da gibt es eigentlich nichts Schöneres für mich, als in den Wald zu gehen. Vielleicht eine Strecke zu wandern, das ist jetzt nicht weit gewesen. Von zu Hause aus bin ich hier etwa in einer Viertelstunde hier im Wald oder vielleicht 20 Minuten. Und ja, das ist mein kleines Lager, was ich mir mal irgendwann gebaut habe. Ganz einfaches Trapperbett, wo ich dann meine Isomatte drauflege und meistens das Tarp drüber spanne, weil es doch in der Regel irgendwann mal anfängt zu regnen. Und ja, eigentlich wollte ich euch heute gerne mal was zeigen. Mir ist nämlich bewusst geworden, dass mein Rucksack, dieses Assault Pack hier von der Firma Miltec, gerade 2 Jahre alt geworden ist. Und da dachte ich mir, ich mache mal so ein kleines Langzeit-Review von diesem Rucksack. Den habe ich damals für etwas über 20 Euro bei ASMC gekauft. Den gab es im Angebot. Und ja, bei solchen günstigen Sachen, da hat man ja erstmal so ein bisschen Ressentiments, ob das denn auch was taugt, ob das hält auf Dauer. Und deshalb habe ich jetzt einfach auch mal 2 Jahre gewartet, um ja jetzt wirklich was dazu sagen zu können zu dem Ding. Ja, ich glaube, die meisten wissen, was ein Assault Pack ist, haben schon mal gesehen. Ist in der Bushcraft-Szene ja weit verbreitet. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt das Teil von Miltec. Und seit 2 Jahren mein absoluter Haupt-Bushcraft-Rucksack. Den nehme ich in der Regel zum Wandern. Nicht für lange Mehrtagestouren, sondern für Eintagestouren. Ja, und mit dem bin ich fast immer unterwegs. Der hat also auch schon einige Kilometer am Buckel und es sind auch immer einige Kilos hier drin. Und um das mal kurz zu zeigen, die Nähte sind noch wirklich tipptopp. Da ist überhaupt nichts dran. Da ist nichts aufgegangen in der Zeit. Und da hängt auch immer gepackt bei mir an der Wand. Also da ist auch immer Gewicht drin. Hat also immer auch so eine gewisse Dauerbelastung. Und da muss man sagen, ist technisch alles völlig in Ordnung. Die Reißverschlüsse funktionieren einwandfrei. Ja, von daher kann ich nur sagen, an der Stelle kann man schon ein bisschen Geld sparen. Ich will jetzt eigentlich nicht so allzu viel zu dem Rucksack sagen, weil da gibt es schon jede Menge Reviews zu im Netz. Wie das Teil aufgebaut ist, was mir gut gefällt. Und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, dass sich so viele Leute so ein Teil kaufen, ist, dass man einfach viele Fächer hat, wo man einfach seine Ausrüstung gut unterteilen kann. Man hat also nicht alles in einem großen Sack und durcheinander gewürfelt, sondern hat viele, viele Fächer. Und ja, ich kann euch mal eben zeigen, wie ich das so aufgeteilt habe. Jo. Also, Hauptfach. Ja, das ist das Hauptfach, schön groß auch, da habe ich in der Regel meine Hängematte drin, Erste-Hilfe-Kit, das Tarp, was ich jetzt ja hier schon aufgebaut habe, ist auch da drin, dann habe ich hier eine Säge drin, ein Messer, manchmal auch noch ein kleines Beil, das ist so das, was im Hauptfach ist. Die meisten Sachen davon sind recht weich, die habe ich also hinten auf die Rückenseite getan. Dass das also auch nicht groß drückt. Ja, im vorderen Hauptfach habe ich hier so eine kleine Tasche. Da ist Zundermaterial drin, Feuerstahl. Das hier ist ein eingepackter Hobokocher. Was zu essen. Essbesteck. Auf größeren Touren dann natürlich auch Nahrungsmittel hier drin. Da habe ich jetzt nichts mit, weil ich ja nichts brauche. Aber da ist sonst auch dann die Tracking-Nahrung und ähnliches drin. Ja, dann hat der Rucksack vorne noch so kleinere Fächer, wo ich Kleinkram drin habe. Hier zum Beispiel eine Lampe, Stirnlampe, ein neues Testament mit Psalm und jede Menge Schnüre, Taschentuch,
Krimskrams, was man so sonst in der Handtasche hat. Jo, in der Tasche hier unten, das ist im Prinzip auch nochmal so eine aufgesetzte Tasche, habe ich ein paar Handschuhe, Arbeitshandschuhe, falls man was brauche, und eine Tüte und ansonsten nicht wirklich irgendwas Besonderes. Was auch noch ganz sehenswert ist, finde ich, das sind die Molleschlaufen, die das Teil natürlich hat. Das gehört sich ja auch für einen militärischen Rucksack. Molleschlaufen, sodass man also hier Taschen anbinden kann, die dieses Molle-System haben. Hier vorne habe ich Trinkflasche, Kantinencup, also einen Kochbecher, Schwamm zum Saubermachen, also so einen Stahlschwamm, und auf der Seite eine kleine Tasse zum Kaffee trinken. Ja, und das war es im Prinzip schon. Unten drunter, ich muss mal eben hier oben zumachen, sonst fällt mir das gleich alles raus. Unten drunter hat er diese Schlaufen. Da habe ich normalerweise einfach nochmal eine Plane. Falls ich mal auf dem Boden nächtigen muss, dann ist es immer ganz angenehm, wenn man eine Plane drunter hat. Die kann man ja einfach drunter schnüren und fertig. Seitlich habe ich dann die Isomatte zusammengerollt dran mit diesen Schlaufen. Die kann man hier einfach einklicken und kann das ganz komfortabel an der Seite tragen. Die habe ich auch eigentlich immer hier dran, wenn ich unterwegs bin. Und na, wo sind sie? Da. Die Nähte sind tipptopp. Also da ist überhaupt nichts dran. Das ist also auch immer unter Spannung. Und alles tutti. Also richtig ordentlich und sauber verarbeitet. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Da kann man dann zum Beispiel seinen Schlafsack dran binden. Hier auf die Seite. Joa. Und das war es eigentlich zu dem. Ja, Miltech Assault Pack 2 für mich eine absolute Kaufempfehlung. Für den Preis, gute Verarbeitung, für kleine Touren absolut perfekt. Kann ich empfehlen. Ja, was ich euch auch zeigen wollte, das ist dieses Teil. Ich bin ja immer auf der Suche nach günstigen Lösungen. Was ein Hobo angeht, bin ich da eigentlich 2 Jahre lang sehr gut auch mit selbstgebauten Hobos gefahren. Allerdings nehmen die immer auch recht viel Platz weg im Rucksack, und da wollte ich jetzt einfach mal schauen, ob es nicht eine günstige Lösung gibt für ein Hobo zum Zusammenstecken. Und ja, da bin ich auf dieses Teil gestoßen. Das ist von Lixada. Ein recht großer Hobo. In etwa von der Größe her würde ich meinen wie die Bushbox XL. So 19 cm hoch, etwa großen Brennraum. Und das Teil habe ich geschossen für 16 Euro plus Versand. Das ist, finde ich, schon ein Hammerpreis. Und natürlich habe ich mir dann erstmal gedacht, ja, bei dem Preis, da muss doch was faul sein. Ich kann bisher nichts feststellen. Ich habe das Ding einmal angeheizt, baue den jetzt mal eben zusammen. Ich hoffe, ich kriege das hin, das so halbwegs auf Video zu bannen. Ist eigentlich... Jo, dann geht's mal ans Anfeuern. So, ich habe den Lixada Hobo jetzt mal aufgestellt. Jo, der steht wirklich wunderbar stabil. Ist unten auch recht breit. Läuft nach oben so ein bisschen spitzer zu. Ich lege da immer auf jeden Fall noch einen Stein davor, weil durch diese große Öffnung hier, da fällt auch schon mal ein bisschen was raus, und dann der Boden so ein bisschen geschützt. Und auf jeden Fall stelle ich das Teil auch immer auf den Stein, damit die Asche da nicht den Waldboden berührt. Ja, und jetzt suche ich erstmal ein bisschen Feuerholz und dann geht's los. Ja, das Holz ist insgesamt noch recht feucht. Es hat viel geregnet. Deshalb spalte ich die kleinen Stöckchen noch mal einmal ein bisschen.
Jo, ich sitze jetzt hier gerade noch ein bisschen unter meinem Tarp, schlürfe meinen Kaffee und ja, ich bin echt begeistert von dem Lixada Hobo. Das Wasser war wirklich schnell fertig. Ich habe auch nicht viel Brennmaterial verbraucht, also so gerade die paar Stöckchen, und die hätte ich eigentlich auch nicht gebraucht, um das Wasser heiß zu machen. Mir hätte auch weniger gereicht. Also geht echt prima. Schönes Teil.